Ohren, eine Glöte fochen, ohne dass sie von mir hört. Einen Drachen jagen, die mir einwagen, ohne dass sie von mir hört. Wir machen jetzt verschiedene Sachen. Also ich mache jetzt Benehmregeln für Ritter, schreibe ich da. Und ich mache dieses eine römische Zahlenblatt. Nein, steckt das nein. Weil jetzt haltet es fest. Nein. Philippase. Du heißt Maultasche. Mach jetzt weiter. Und dann nehme ich ein Beglas. Das mal rein, versuch mal dran zu puzzeln. Hier. Guck mal, Mutter läuft. Ja, super. Danke. Und jetzt? Das Puzzle und der Körner. Die Lernwerkstatt soll den Kindern beibringen, dass sie selbstständig arbeiten und sich Sachen selber erarbeiten, dass sie zusammen mit Freundeskindern arbeiten, also die Partnerarbeit ist was ganz Zentrales. Oh, Vorsicht, geh nochmal zurück, schau mal. Wir haben hier viele Fächer eingebaut, wir haben Aufgaben aus dem Bereich Mathematik, Lesen, Schreiben und das wird dann wieder in anderen Fächern aufgegriffen. Jeder hat andere Stärken und Handicaps gleicht der Mitschüler aus. In den Kooperationsklassen, gebildet aus Grundschülern und Förderkindern, wird freier gearbeitet als im konventionellen Unterricht. Und doch wird jeder Schüler auf seinem Niveau gefördert. Den Kindern scheint die Herausforderung nichts auszumachen. Im Gegenteil, mit Feuereifer wird erklärt und vorgelesen und der Wochenplan abgearbeitet. Und die Kinder mit Behinderung werden ganz selbstverständlich mitgezogen.